Herzlich willkommen, Gunnar Fehlhau. Da wäre es beinahe passiert. Herr Fehlhau, so, Sie sind Radsportler und Fahrradjournalist. Gibt es das als Berufsbezeichnung, Fahrradjournalist? Ja, also Fahrrad ist das zweitwichtigste Verkehrsmittel. Ja. Das beliebteste Freizeitgefährt der Deutschen. Darüber kann man schon schreiben und berichten. Tragen Sie Helm normalerweise, wenn Sie fahren? Ich variiere das so ein bisschen. Also wenn ich Sport mache, habe ich den Helm immer auf. Im Alltag auf dem Weg zum Bäcker, da lasse ich den auch ab und zu mal liegen. Ich sehe, Sie tragen schon den Fahrrad-Airbag? Genau, den habe ich jetzt noch nicht aktiviert. Wäre er gerade vielleicht schon losgegangen. Dafür muss ich den nämlich nur noch hier so in dieses kleine... Dann macht der Piep und dann sind die Sensoren an. Jetzt und ab jetzt, was passiert denn da? Jetzt misst der im Raum meine Bewegungen und dahinter sind Sturzszenarien hinterlegt. Und wenn ich so in so ein Szenario mich quasi reinbewege, dann sagt er irgendwann, jetzt ist der kritische Punkt und ich löse aus. Das würde sozusagen auch für einen Fußgänger funktionieren? Das ist schon auf das Bewegungsbild eines Radfahrers abgestimmt und auch ganz klar auf dem Alltagsradler. Ah, okay, der fährt halt so immer geradeaus. So. Genau. Und wenn er dann aber mal so macht... Dann noch nicht, weil das kann ja mal passieren, wenn so ein LKW ein bisschen enger überholt, als er sollte. Aber dann ab so einem bestimmten Punkt, dann wird er auslösen. Bisher ist keine Fehlauslösung bekannt. Also kein Fall, wo das Ding auf einmal an der Ampel einfach so mal aufgeploppt ist. Ja. Als auch der umgekehrte Weg, dass man da liegt und die Nase doch ein bisschen rot wird, weil das Ding nicht ausgelöst hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel Fahrrad fährt und da ist ein Baum im Weg, wo ein Ast so quer hängt. Und man fährt volle Lotte dagegen. Paf! Ja? Weil er einfach zu tief hängt und man sich nicht wegduckt, geht das Ding nicht auf natürlich. Das ist der Punkt. Aber wir reden von einem Altershelm. Und im Alltag, die niedrigen Bäume, das haben die 38-Tonner schon über die Zeit weggesäbelt. Die sind ja gar nicht mehr da. Okay, verstehe. Ich habe auch so ein Teil hier. Ich muss das jetzt, man macht das einfach jetzt hier auf und so. Und dann legt man sich das um den Hals, richtig? So, ja? Genau, und dann sucht man den Reißverschluss. Das muss man mal wie bei einer neuen Jacke. Da muss man mal so ein bisschen üben, bis man weiß, wo der Reißverschluss ist. Okay. Dann zieht man den hoch. Und dann muss man jetzt noch, weil noch ist er nicht sicher. Ist das auch was für den Sommer? Das ist, ich sag mal umgekehrt, das ist, sind wir doch mal ehrlich, in Deutschland ist das in 9 Monaten im Jahr kein Problem. Und im Hochsommer, wenn man zum Schwimmbad fährt, dann ist halt doch die Zeit für den Radhelm. Okay, jetzt, wenn ich das jetzt scharf schalten will. Hier ich probiere jetzt mal, Sie machen... Einmal mache ich, einmal jetzt würde man hier durchdrücken. Ich will Sie nicht erlegen. Ja. So, genau, so. Das ist... Ah, okay, hat's gemacht. Und jetzt ist das Ding aktiviert. Genau. Jetzt weiß es, denkt es, ich fahre Fahrrad. Nee, das denkt es noch nicht. Aber jetzt kann es genau im Raum bestimmen, wo sich gerade quasi der Kopf bewegt. Ob der nach vorne, zur Seite, hoch und runter. Okay. Und wir könnten das jetzt ausprobieren, wann er auslöst. Genau. Okay, vielleicht demonstrieren Sie erstmal, wie das auslöst, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren. Okay, also ich soll jetzt hier mein Leben riskieren. Genau. Ja, dann bitte, mach ich das wenn Sie das nochmal so spektakulär wie in dem Filmbeitrag hinbekommen. I'll do my very best. Okay. Dann setz dich mal auf Ihren Feuerstuhl und dann. Schauen wir mal, wir haben da vorne extra eine Matte hingelegt, damit sie sich nicht wehtun. Ja, ich habe das kleine Schwarze mitgebracht. Ja, okay. So. Also ich würde mich jetzt so von der Intensität langsam einfahren. Wir gucken mal, wann es knallt. So, an ist er. Aber muss ich einfahren? Nö, aber ich will ja nicht direkt hier Evil-Knievel-mäßig rumspringen, sondern wir gucken mal. Okay. Wären wir dann? Ja, bitte los. Also. Bin gespannt, ob es funktioniert. Oh, schon ganz schön fest. Sehr gut. So, und der Trick ist, noch ist das ganz fest. Oh, knallhart. Ja, Wahnsinn. Da, nochmal in der Zeitlupe. Ist knallhart. Und man hört jetzt schon, die Luft geht ab, weil das ist schon ziemlich eng jetzt am Nacken. Ja. Man verletzt sich zwar nicht am Kopf, aber man erstickt relativ schnell. Nee, das nicht. Der Trick ist, genau umgekehrt. Der Trick ist zum Beispiel, man kennt das beim Mountainbike, wenn man so hinfällt, dass die Nase doch was abkriegt. Okay. Vielleicht kommen Erinnerungen auf. Es sieht aber fantastisch aus. Der Punkt ist der, das Ding klappt sich runter, schützt dann auch die Nase. Und wenn man sich umdreht, klappt es wieder hoch, dass man auch nicht erstickt. Wahnsinn. Das ist schon clever, das Ding. Und kann aber sein, dass jemand vorbeikommt und sagt, sag mal, von wo kommst du denn her? Ja, oder sagt, hör beim Friseur, die Zeche geprellt und abgehauen. Also, das ist schon Assoziation. Ja. So, ich habe das ja jetzt an. Jetzt mal gucken, soll ich mal probieren, ob ich das hinkriege, dass das, also obwohl ich nicht Fahrrad fahre, dass es trotzdem auslöst, ja? Ja, ich würde da mal einfach sagen, immer ran da. Und es,
Es ist aber auch nicht gefährlich. Es knallt zwar sehr, das weiß ich nah an den Ohren. Sehr laut, ja. Es macht Bumm, aber es ist nicht so, dass einem das, also, das Trommelfell der bleibt. Größte Schutz ist immer noch der gesunde Menschenverstand. Insofern will ich noch mal hinweisen, die Handgelenke, die Ellenbogen, die sind jetzt alle nicht geschützt. Ja, ja, ist schon klar. Ist jetzt okay, ich probiere es jetzt einfach mal, ob ich es auslösen könnte. Ganz normal, ich fahre jetzt Fahrrad. Das ist mir egal. Nicht, dass man an der Ampel absteigt und so und auf einmal paff. Fehlauslösungen sind erstmal nicht bekannt. Der normale Abstieg an der Ampel ist oder, bisher... Oder man trifft eine Bekannte und sagt, ach, hallo, paff, dann geht das Ding auf und fläzt den anderen irgendwie ja, durch aber geschützt. Ach so. Okay. Könnte jetzt was passieren? War das schon nah dran? Oder? Sie wissen es nicht? Ich würde es einfach mal sagen, ein bisschen Headbang. Vielleicht passt eine Musik dazu und dann gucken wir mal. Ich habe Angst ein bisschen, weil ich mich erschrecke, wenn das knallt gleich. Ich war schneller. Vielleicht musst du auch so ein bisschen rauf und runter. Das ist so eine untypische Fahrradbewegung, oder? Mir ist ganz schwindelig. Ich fall gleich um. Mama Metal. Probier's nochmal. Und? Hat das jetzt, weil es gemerkt hat, dass ich nur Headbange und also nicht Fahrrad fahre? Da ist iTunes drin, alle wichtigen Lieder sind drin. Nee, Spaß beiseite. Es ist so, dass da einfach, die verlangen auch, dass man jeden zurückschickt. Die Daten werden ausgelesen und dann werden diese Algorithmen überarbeitet. Die haben wirklich Stürze gemacht, das durchgemessen, haben gesagt, so viel Kopfbewegung in die Richtung ist Sturz, so viel ist nur so ein bisschen irres Lenkmanöver. Und insofern kann ich sagen, die drei Male, die ich das bisher ausprobiert habe, wir nähern uns dem spannenden Teil. Ja. Jetzt, ich probier's nochmal. Wie sind Sie denn gefallen? Komm gleich. Achtung, Achtung. Nochmal. Jetzt aber, jetzt, pass auf, jetzt. Achtung. Ich krieg das auf. Ich mach schon, komm. Komm her. Ich mach mal, das ist schon eng. Ganz schön eng, Leute. Das. Aber es hat's gemerkt. Ich dachte, ja, wir können noch ein bisschen Fußball spielen. Headbang, wie man will. Ja, bitte. So, Tor. 1-0. Oh, mein lieber Mann. Ja, fantastische Demonstration. Ja. Ich bin potenzieller Kunde. Ich wollte es nicht sagen. Ja, vielen Dank für die Demonstration. Bis dahin. Dankeschön, Gunnar Fehlau.